Hallo hier bei Kung Fu Fitness Snackbite. Euer Kung Fu Commander, Liefunk ist online. Niemals aufgebe, niemals gratuliere. Ja, ihr habt es heute schon dreht, bin mit Fakten und Daten gekommen und habe schon hochladen wollen. Da war ein ganzer Haus Strom weg. Dann wollte ich es nochmal hochladen. Das Kartenlesegerät hat es halt nicht mehr hochladen gelassen. Und ich habe alles probiert, es hat sich nicht umsetzen gelassen. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich habe mir zwar den Mund fußlich geschwätzt und eine gute Daten auf der Weg gekocht, aber das machen wir halt, drehen wir halt nochmal. Und deswegen bin ich so energisch, weil ich verzweifelt bin. Ich bin gerade krank, ja, wie schon gesagt, humple immer noch umeinander. Deswegen habe ich überlegt, wie kann ich unterhalten und mir macht es auch Spaß zu filmen. Aber wenn ich rumhumpel, kann ich ja nichts kampfsportmäßig selber machen. Aber mal Filmkritik zu Karate Tiger 3, der Kickboxer, jetzt sind sie ja umgewandelt, früher hast du ja eine riesen Boxer kaufen können auf VHS-Kassette, Karate Tiger 3, der Kickboxer sind sie immer geworbt, da gibt es ja in Deutschland immer oft andere Titel und Namen, einen Fehler gemacht, da hat es nur einen Kickboxer-Film gegeben, der andere Handlung war, andere Geschichte, andere Darsteller. Und der ist jetzt aktuell Karate Tiger 3. Ja, und was ich jetzt nicht einsehe, von mir ist der Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme und Andy Hook immer noch Karate Tiger 3. Ja. Man sieht es auf der neuen Blu-ray, da steht jetzt nur der Kickboxer drauf. Von mir ist das Karate Tiger 3 aus und fertig, weil es so in meiner Jugend war. Also so ist es halt von mir in meinen Augen heute noch. Und was ich noch klarstellen möchte, und da hat mir der Kristall Dulli ein bisschen durcheinander gebracht. Mit dem letzten Move von Jean-Claude Van Damme im Showkampf gegen Tung Po bei Kickboxer Karate Tiger 3. War ein wenig anders. Aber seine Aussage war so verspult, dass ich denke, das ist meine Erinnerung, das so war, wie es der gerade erzählt hat. Was in der letzten Kampfkunst, Kampf und Kampfsport unserer Gemeinschaft gesagt, und der Inhalt zustande ist schon noch heute. Aber zu der letzten Move in dem Showkampf, da hätte ich doch auch was falsch gesagt. Ja. So bringt euch der Dulli durcheinander, der Kristalli. Weil die letzte Techniker waren, wo als der Tung Po an der Säule war, dass der Van Damme den mit Vorschläge bearbeitet hat, hat einen Kick gemacht, den er der Luft standen gelassen hat, hat er mit dem Tung Po getroffen und ihn umknietet, hat den Kick aber in der Luft noch gelassen und als der Manager von Tung Po, also der, wo der Manager gespielt hat, auf den Boden geguckt hat, hat er den Kick, wo er schon noch in der Luft gehoben hat, umdrehen und hat den Manager umgehauen. Das war die letzte Bewegung bei dem Showkampf. Der Fächerschlag, der kam auch vor, mittler im Kampf irgendwann mal. Ja. Also wo er den Kick so hoch hat, das Bein nicht ablegt, sondern einfach in kurzer Distanz so einen Fächerschlag macht. Der kann funktionieren, ja, aber in so einem sportlichen Wettkampf, da gibt es halt extra Punkte. Ja. Und im Kickbox sind sie das auch öfters gemacht, im Taekwondo. FH gibt es weniger so Situationen, wo du das nutzen kannst, weil FH ist gleich der Infight und da wird halt alles mögliche eingesetzt. Aber im SV gibt es auch mal Situationen, wo so einen Kick mal benutzen kannst, wo du Fuß in der Luft hast und hin und her mischst. Kommt zwar selten vor, aber wenn es kannst, dann bist du froh, wenn die Situation kommt, bist du froh, dass du einen Kick kannst. Ja. Kommt im SV selten vor, aber es kann mal vorkommen. Ja. Es kommt immer auf die Situation drauf vor, weil jedes SV-Situation auf der Street ist anders. In den Showkämpfen wird es oft benutzt, dass man auch sieht, was für Körperbeherrschung der hat und dass er auch das Element auch kann. Ja. Von dem hat er Hurricane Kick gebracht in dem Showkampf. Ja. Gegen Tung Po mehrere Hurricane Kicks, ein Karate-Sprung. Ja. So, jetzt war das aufgeklärt. Ja. Die haben ja auch quasi damals, wenn sie Actionfilm dreht in so Martial Arts, Late Nummer, die auch Schwarzgurt hin immer steht oder im Meer steht Schwarzgurt hin und auch Wettkämpfe hin. Deswegen hat auch der Andy Hook mitgespielt. Andy Hook hat den Irre gespielt,
den Bruder, der dann später im Rollstuhl landet, leider, nach der Handlung, nicht in echt, nach der fingierten Handlung. Und das, der erste Kampf war vom Andy Hook, ja, ist auch ein großer Superstar, hat früher viele, viele echte Wettkämpfe gemacht. Meist im Karate, Kickboxer hat er gemacht, Thai-Boxer hat er gemacht, eigentlich so K1 und so. Und es war, der ist ja jedem, damals in jedem Karate-Magazin drin gestanden. Ja. Jetzt muss ich extra noch mal suchen, aber das mache ich gerne für euch. Also ist so. Ja. Das ist von 1996. Ja. Das ist der Andy Hook. Ja. Thai-Box-Turnier K1 in Japan. Ja. Und der ist auch weltweit Auftreter. Ja. Und der war eigentlich quasi, der hat echte Wettkämpfe gemacht. Der war eigentlich das Jugendidol von Oz. Ja. Und bei Karate Tiger 3 hat er halt den Eric gespielt. Und da glänzte er auch mit guter Technik, guter Body hat er, guter Muster hat er, der Andy Hook. Und da glänzte er auch bei dem Film Karate Tiger 3, der Kickboxer neben von dem. Ja. Der erste Kickbox-Kampf, wo sie da brachten, war vom Andy Hook. Und dann hat er ja gesagt, hat einen Reporter gefragt, ja, also in dem Film, in der Handlung, gibt es eigentlich noch Gegner für sie? Ja, eigentlich kaum. In Thailand sind sie so gut. Ja, dann auf nach Thailand. Da hat er gegen Thong Po den Kampf verloren, wo dann im Rollstuhl war und so, also noch der fingierte Handlung. Das spielt er in die Hook. Ja. Also das Positive an dem Film war von der Kickboxer die schöne thailändische Kultur. Ja. Den Mix, wo sie brachten aus Karate, Kickboxer und Muay Thai Boxer, wo der Van Damme dort zusammengebracht hat auch. Und im Van Damme seine Muskulatur. Wo der mit der Rikscha gefahren ist, Jean-Claude Van Damme. Ja? Und hat seinen Lehrer, sein Muay Thai Lehrer quasi in der Rikscha gehalten und Jean-Claude Van Damme ist Fahrrad gefahren. Er ist also gefahren und hat das Lenker so gehalten, der Bizeps und Trizeps und die ganze Muskulatur ist so definiert rausgekommen. Brutal. Also brutal trockene Form, wo der Jean-Claude Van Damme gehalten hat. Die Muskelmasse, die Definition. So richtig sehnig. Dass du denkst, Jean-Claude Van Damme, aus seinem Bizeps kommt noch ein Bizeps, aus seinem Trizeps kommt noch ein Trizeps. Die Schulter, wie abartig definiert das war und das alles so krass rausgekommen ist. Da waren schon viele gute Muskelzähne vom Jean-Claude Van Damme drin. Auch so Zähne, so lustige Zähne, wie wo der mit seinem Muay Thai Trainer in der Bar war und den Schnaps trunken. Und irgendwann sagt Van Damme, boah, was trinken wir da? Und der Muay Thai Trainer sagt, ja, das Getränk nennt sich der Kuss des Todes. Ja. Aber super das Zeug. Komm, tanz, ich will dein Gleichgewicht sehen. Und dann tanzt du mit den Thai-Tussis davon dann so. Ja. Was auch cool ist. Und dann springt der Trainer rum und tut irgendwelche Schläge, tut was ins Ohr flüstern. Und Jean-Claude Van Damme muss gegen mehrere Schläge kämpfen und putzt sie halt alle weg. Ne. Und ja, auch die Technik, die er hat und die Muskelstruktur und Definition. Also, und ich finde auch jeder Van Damme für mich super und ich kann mir immer wieder angucken. Ja. Eigentlich habe ich Karate, also der Kickboxer, Karate Tiger 3, oft angeguckt. Da sind wir erstaunt, dann habe ich letztes Mal bei Kampfkunst, Kampfsport unserer Gemeinschaft, dass ich da die letzte Technik eigentlich so da eine falsche Aussage gemacht habe. Aber ich habe mich jetzt korrigiert. Ja. Was auch lustig war, der wollte ja den Muay Thai, also ganz beim Anfang noch, da wollte sein Bruder reicher, da wollte den Muay Thai Trainer kennenlernen, ist von ein paar Muay Thai Boxschulen ausgelacht worden und da war so ein Afroamerikaner, ich kenne jemanden, der könnte das beibringen. Ja, also nichts wie hin. Naja, erstmal, wenn du mir einen Zaufen gehst. Jetzt bringt mich nach. Nein, du gehst mit mir erstmal einen Zaufen. Und fährt dann drauf. Ja, ich glaube nicht, dass du in der Hotelbar einen Zaufen willst. Mann, sieh so aus! Ich kenne den Schub oder Gamonade, da sind die beiden nachgegangen. Wir sind so Thailänder halb nackt und mit Tangas sind sie da auf die Table Dance gemacht.
Und der Afroamerikaner mit seinem Strohhut sich selber hinzugescheffelt und sagt, ja, das ist mal was Richtiges. Ich hab Schnauze voll von den Schlomperleiden. Also sind immer so auch, da waren auch so humoristische Momente auch dabei. Was mir an dem Film nicht gefallen hat, dass der halt so brutal war. Bei Karate Tiger 1, da hat man schon tot von dem so als böse nachgestellt, dass man den bei Karate Tiger 3 der Kickbox so aufpeppen, weil er hat als gute Wicht, dass dem halt so viel Schlechtes widerfahren ist. Der Bruder, wo geschwerst ins Leben vorher ist, fand ich zu macho. Aber und dann halt, dass der Bruder entführt worden ist und gesagt, wenn du den Kampf nicht verlierst, dann passiert deinem Bruder was. Gut, Spoiler-Alarm, sage ich nochmal an der Stelle. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, dann darf sich den Clip nicht angucken. Den hat den irgendwie rausgeholt und das schon dort von dem dann halt den Kampf gewinnen kann. Aber ist trotzdem spannend, selbst wenn man das Ergebnis weiß. Aber so viel auch sagen, das ist die Freundin von dem Vergewaltigten geworden. Also, denn das Drehbuch so ziemlich hart geschrieben. Hätte nicht so sein müssen, muss ich sagen. Also, der Bruder war schon zu Matsch. Das ist, was ich eigentlich als negativ empfunden habe. Aber wenn man Rocky IV anguckt und Apollo Creed ist gestorben, wenn jetzt der Eric da gestorben wäre im Kickboxer, hätte es zu so kopiert gewirkt, also hätte es halt so gemacht. Ja. Aber im Endeffekt krasser Film, geile Techniker von Elliot Leder, also Tung Po Darsteller. Was ich auch nicht verstanden kann, den ja natürlich irgendwo noch Darsteller gesucht. Den nach Thailand guckt, den angeblich keinen gefunden, der optisch brutal aussieht von dem Film. Von der Muskelstruktur, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ja, also, weil die Thai-Boxer der beste. Einer von den besten Kämpfern der ganzen Welt, der hätte man eigentlich bestimmt einen finden können. Der optisch gefährlich aussieht, weil in der Thailand ist ja voll mit Thai-Box-Talente. Gut, jetzt halt einer aus USA genommen. Wer der Kreuzer? Quincy oder so. Der eigentlich Marokkaner ist und der Tung Po gespielt hat, Tung Po super gespielt. Ja. Und der kann kampftechnisch auch einiges. Ja. In die Hook ist super, Van Damme ist super, also die Kämpfe sind super. Das Drehbuch ist richtig gut und stimmig geschrieben, der Text auch super. Also die ganzen Kämpfe sind auch spannend und super, Trainingssequenzen sind super, Kameraeinstellung ist super, die Thailand-Kultur kommt super rüber. Also echt ein guter Film, den man immer wieder angucken kann. Ja. Und ja, also. Ist ein Dauerbrenner, ein echter Klassiker und ein Dauerbrenner. Ja. Und wenn man Jean-Claude Van Damme schlecht sprechen kann, gar nicht vorstellen, weil jeder Jean-Claude Van Damme Film ist super. Sei es Blattsport, sei es jetzt Kickboxer, sei es Leon Löwenherz, sei es. Hast du nicht gesehen, die sind alle super gemacht. Ja. Und Van Damme ist auch jemand, der auch echt was kann. Man sieht es an den Showkämpfen, was für Techniker er raushaut. Von dem war er, hat er früher viele Wettkämpfe in Europa gemacht, echte Wettkämpfe. Von dem war er im Bodybuilding auch im Posing-Wettbewerb auch Mr. Belgien geworden. Von dem ist er in den USA, hat er ja Bodyguard-Tischsteher. Hat er als Fahrkämpf meistens immer gewonnen. Und hat dann eine Filmkarriere nachgelegt als Colin Wilder. Also, und die Filme sind super, auch die Handlung ist super, die nimmt einen mit. Und ich halte einen Held aus meiner Jugend schon, glaube ich, von dem. Ja, Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Richard Nansen, der Retro, Polo Young. Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Pao, John Liu, das sind die Helden aus unserer Jugend. Ja. Chuck Norris, also. Und die waren alle gut, da gab es keinen schlechter. Ja, Steven Seagal haben wir jetzt nicht angeguckt, hat man halt nicht so mitgenommen. Aber kampfkunstmäßig natürlich an Steven Seagal super, aber die Filme haben wir halt nicht mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Und da ist ein zum Beispiel da hinten, Jackie Chan, da haben wir da, das sind die Helden aus unserer Jugend, Bruce Lee, das war das Kick-Magazin von 1996.
Dschungel von da bei für Quest. Ja, für Quest soll er angeben, den Flops Quest, kann man gar nicht vorstellen. So aufwendig wie der Dreh war, so vergleichbar mit den Verträgen von der Produktionsaufwand. Super Kämpfe, da hat auch alles passt. Ich habe mir den Film, haben wir uns im Kino angeguckt, 97, super Film. Ja. Und Dschungel und Verdammung. Da auf jedem Magazin drauf, da ja, bei Karate Infight. Ja. Super Muskler, super Kampfsportler, ja. Der kann echt was. Ja. Sabo Hung, ja. Ah, ein super Typ, ja. Ah, ein super Kämpfer, ja. Das Karate Infight war sogar von 1994, Meyers Magazin Karate Buddha-Journal, das haben wir 1992 gekauft und haben mehrjährigmäßig das gekauft und gelesen, was es gibt, sei es Wettkämpfe, sei es Filme, sonst was, ja. Ah, schon dort von da, das ist jetzt von 1996. Ja. Aber auch mal so Ästhetik, die Musik dazu. Ja. Also der Kickboxer war ein super Film, also muss ich sagen. Aber mit nochmal, auch die Thailänder feiern den Film, ich feiere den Film. Ein bisschen zu much, finde ich, das mit den gebrochenen Gläsern, die feucht, aber tut auch ein bisschen tief in die Handlung mit einem Einbauer, auch wenn es nicht real ist, aber trotzdem passt es gut zu dem Film. Und der Film ist hammerstark. Ja, den auch dann, so bei der Karate Tiger gibt es eigentlich 10 Teilen, da gibt es halt so die Zweigstelle. Karate Tiger 3, der Kickboxer hat es dann der Kickboxer 2 gegeben. 3, 4, ja. Das hat der Sascha Mitchell gedreht. Also beim Kickboxer 2 war der von dem nicht mit dabei. Das fand ich auch ein bisschen hart. Dann haben sie den Erik und der Bruder vom Erik, also der wurde vom Van Damme gespielt worden, den haben sie dann erschossen beim Kickboxer 2. Dass sich der dritte Bruder sich rächen kann, das ist vom Sascha Mitchell gespielt worden. Ja. Und der hat sich dann beim Tom Burg rächt. Ja. Und da haben sie dann noch ein paar Teile vom Kickboxen gemacht, also 4 Teile gibt es davor, mit dem Sascha Mitchell, der eigentlich auch ein ganz guter Kampfsportler ist. Ja. Und der hat früher mal in den 90er so im Comedy hat er auch mal mitgespielt, zum Blödian. Bei Karate Kid 3 hat er der Bad Boy, also der Bad Boy auf Karate gespielt, der böse Bub des Karate, ja. Michael Barnes. Ja. Und das spielt ja bei der Cobra Kai Serie auch wieder mit. Ich halt ein bisschen älter geworden, aber ist immer noch top in Form. Sascha Mitchell ist auch ein genialer Kampfsportler. Und der hat dann die Kickbox-Reihe weiter fortgeführt von 2 bis 4. Ja. Und hat es eigentlich auch gut gemacht, muss ich sagen. Ich fand es halt auch wieder zu match jetzt, dass die zwei Brüder erschossen worden sind beim Kickboxer 2. Aber der Kickboxer an sich ist ein Hammerfilm. Und was man auch sagen muss, das hat dann ungeschnitten gesagt, ja, Karate Tiger 3, der da nicht passen, weil es ja ums Kickboxer geht. Und dann weißt du halt, die Historie nicht vom Kickboxer und Karate. Das amerikanische Kickboxer entstanden in die 60er. Da hat ein Typ gesagt, ich weiß gar nicht, wie der Kaiser, auf jeden Fall hat der, das war ein Amerikaner, glaube ich, der hat dann gesagt, Karate hat gute Technik, aber wie die da Karate in den USA machen, mit Semmelkontakt fällt mir gar nicht, aber die Karate-Techniker sind geil. Also hat der Karate genommen, die Beintechniker, und aus dem Boxer hat er die Fußtechniker genommen und hat es gemischt und hat dann das Kickboxen entworfen, ja, in den USA. Und dann haben sie quasi die Beintechnik von Karate genommen und die Handtechnik von Boxer und haben dann ein Regelwerk gemacht, wo eigentlich ziemlich im Boxer sehr nah ist, mit Arm- und Ringgürtel wie aus dem Boxer, mit Championgürtel, und so ist dann Kickboxer entstanden. Und da sind eigentlich sehr viele Karate-Moves dabei, später sind einige Taekwondo-Moves dazugekommen, und von daher passt eigentlich der Titel Karate Tiger 3, der Kickboxer, wenn man den historischen Hintergrund weiß.
Ja. Und in Förnerstraße gab es eine andere Form von Kickboxer, was eine längere Tradition hat. Und in Thailand ist das halt das Muay Thai-Boxer, die Eindringlinge in ihrem Land kennen aus verschiedenen Ländern, aus China. Und wenn sie da auf, also gegen das Kaiserreich und wenn sie sich wehren müssen, ins Thai-Boxer entwickeln, haben sich dann erfolgreich verteidigt. Und mit dem Thai-Boxer, ja, und Thailand heißt einfach übersetzt das Land der freien Menschen. Ja. Und Thai-Boxer ist eigentlich, das Muay Thai-Boxer sehr effektiv. Ja. Und Jean-Claude Van Damme ist auch jemand, der mehrere Stile kann, Karate, Taekwondo, Kickboxer, Muay Thai-Boxer hat auch dazu gelernt. Ist ein guter Bodybuilder. Und ist eigentlich das, auch das Muskelidol aus den 90er, 80er, 90er. Und auch ganz gutes Kampfkunst- und Kampfsportidol. Ja. Muay Thai-Boxen ist ja beides, das ist Kampfkunst und Kampfsport. Karate ist beides, Kampfkunst und Kampfsport. Taekwondo ist beides, Kampfkunst und Kampfsport. Ja. Kickboxen ist halt Kampfsport nur, aber da gibt es auch einen ganz großen Grad, wo du dich mit Kickboxen auf der Straße verteidigen kannst. Aber was ich halt immer schade finde, dass die Leute immer so äußerlich denken, immer Realkampf, immer Realkampf. Die Martial Arts hat viel mehr zu bieten. Ja. Die Balance in einem selber, Wettkämpfe, ja, Showkämpfe, SV-Kämpfe, ja, Meditation, Gesundheit, alles hat viel mehr als nur der reale Fight. Ja. Und jeder Stil ist wichtig, jeder Stil kann was. Es kommt nur darauf an, was du selber draus mischst. Ja. Der hatte vor ein paar Jahren jetzt ein Remake vom Kickboxer gedreht, was ich da gut gefunden habe. Ja, war, als ich den Remake gedreht habe, war jetzt dann im Remake vor ein paar Jahren der Jean-Claude Van Damme, der Trainer. Und jemand anders will den Bruder Erik Recke, weil sie jetzt mit neu gedreht. Und da war Jean-Claude Van Damme als Trainer mit seinem Schüler im Knast, die haut ab. Und daneben ist schon so ein Typ, der dann sagt: Hey, kennst du mich nicht mehr? Hol mich auch raus. Van Damme schüttelt den Kopf und läuft weg. Wisst ihr, wer der Typ war, wo der gesagt hat: Kennst du mich nicht mehr? Hol mich auch raus. Das war Michael Quincy, der in die 80er Tung Bo gespielt hat. Ja? Hätten sie ironisch so eingebaut. Die Ironie, wie die sich da selber veräppelt haben, fand ich super. Hätte ich drüber lachen müssen. War echt super. In der Nähe, wo so beim Remake gespielt hat, David Russell hätte ich fast gesagt, David Batista, den Tung Po, der dann genauso spielt wie der Michael Quincy, muss ich ehrlich sagen. Was mir eigentlich bei dem Remake besser gefallen hat, wie bei der Altverfilmung, dass sie den Tung Po mehr als Ehrenmann dargestellt haben. Fand ich etwas besser, aber ich finde die Altversion aus den 80ern immer noch super, genauso super. Und ja, der Remake fand ich hinten gut gemacht, also vom Kickboxer, wo sie vor ein paar Jahren gedreht haben. Ja, fand ich super gemacht. Und Jean-Claude Van Damme hat schnelle Beinarbeit. Ja. Und der Fächertrick, Kick, wenn der den Bein in so eine Luft hat oder mehrmals so mächtig am Gegner, wenn der Cristalli das beim Jean-Claude Van Damme als schlecht empfindet, das hat er auch der Bruce Lee auch gemacht. Da sagt er nichts. Das hat schon Leo mal gemacht. Da sagt er nichts. Finde ich komisch. Das zeigt doch erstmal, dass die ihre Körperbeherrschung haben und dass das schwer nachzumachen ist. Das weiß man, wenn man zum Dojo schon mal war und sowas versucht hat zu machen, weil es der Trainer gesagt hat. Ja. Ich finde, damals war den waren alle super. Also das Coingeber, der schlecht war. Ja. Und das muss man halt anerkennen. Vom Kickboxer Remake hat es auch noch einen zweiten Teil gegeben, der jetzt nicht mehr so gut war, aber da hat schon auch was geht. Da hat auch gute Sachen gegeben, weil vor allem der Iron Mike Tyson auch mitspielen, der wird schon von dem. Ja. Und hat auch starr aufgebaut, wie Remake vom also der Remake. Erster Teil war ja David Batista dabei. Zweiter Mal Remake war ja dann Mike Tyson auch dabei. Also fand ich super. Ja. Und die haben ein neues Talent gefordert, was ich auch super finde. Weil die Szene stoppt ja aus, die Martial Arts Films, Action-Szene stoppt ja aus, wenn es keinen Nachwuchs gibt. Ja. Damals ist so der Nachwuchs nur so aus dem Boden geschossen, dass sie die alle nicht mehr fordern können. Und heute fehlt es ein wenig so. Ne?
Ich hoffe, der Clip ist bald online und ich hab mich heute Morgen totgeschwätzt. Was haben wir jetzt? Es ist bald abends und ich habe es immer noch nicht online gekriegt. Und ich bin immer noch krank. Wie schon gesagt, ich humpel und habe Schmerzen am Bein, das kann man sich nicht denken. Ja. Auf jeden Fall der Kickboxer, sei es der Remake, wo sie vorbei angetreten haben, die zwei Teile oder das, sind Hammerfilme. Ja. Hammerfilme. Ja. Hammerfilme. Es ist halt unser Vorbild aus der Jugend, Jean-Claude Van Damme. Also, dass ich mal vom Kristall nicht schlecht spreche. Und der Skater hat er bewirkt. Ich habe richtig Bock, mal wieder geht, den Film anzugucken. Vielleicht gucken wir mal die Blattsport oder Timecop oder sonst was an. Weil das sind die Filme. Das sind einer von den besten Filmen überhaupt. Ja, und statt die Leute überhaupt froh sind, dass Europa auch Superstars rausgebracht hat, in den USA groß war. Sind manche Leute noch schlecht, kann ich gar nicht verstanden. Jean-Claude Van Damme ist ein Ass. Punkt. Ja. Aber Karate Kid zeigt so. Karate Tiger 1 war super. Ja. War zwar ein Bösewicht gespielt, aber hat mir gefallen, war genial. Wie der Spagat mich den Ringsäule und so weiter, oder Red Igel zwischen den Tunnel auf dem Schiff Spagat mich oder so. Ja. Und im Körper war schon Hurricane Kick und was der da immer raushaut, das ist echt krass. Schon Claude Van Damme zählt zu den Weltelite, zu den Weltbesten. Ja. Weil das auch immer viele Leute immer so angeredet. Die Leute haben sich für schon Martial Arts Film 10 nur Leute rausgenommen, die echt das kennen. Du kannst ohne keinen Trainer nachspielen. Oder Wut nachspielen oder Glücklichkeit nachspielen. Aber kein Mensch, wenn er es nicht kann, kann einen Z-Kick oder einen Hurricane-Kick nachspielen. Das kannst du nicht. Das musst du kennen. Und deswegen, wenn die, haben sie lieber echte Kämpfer genommen, die in einem oder mehreren Stile einen Schwarzgurt haben und auch Wettkämpfe gemacht haben, echte Wettkämpfe gemacht haben. Und die haben gesagt, du kannst was, mit dir machen wir einen Film. Dann haben sie lieber die Leute beigebracht, wie sie Schauspielerei lernen. Und dann haben die auch, und dann sind auch gute Filme mit Qualität entstanden. Ja, also, und das war der beste Martial Arts Film, weil die Leute das aus dem FF kennen, weil die das Jahrzehnte gemacht haben. Ach komm, die machen wir einen Film so. Oder weil sie das schon lange machen. Ja, weil sie in der Retro ganz jung war und auch übertalentiert war und ganz viele Stile gemacht hat und auch Wettkämpfe gemacht hat, echte. Bei der Frau haben sie gesagt, ich kann was, mit der machen wir Karate Tiger 2 zum Beispiel oder so. Und Jean-Claude Van Damme auch, der verschiedene Wettkämpfe in Europa gemacht hat. SV-Kämpfe kennt in den USA und auch da schon verschiedene Stile kennt hat. Und er hat gesagt, der kann was, mit dem machen wir einen Actionfilm, mit dem machen wir Showkämpfe. Du siehst ja, dass Jean-Claude Van Damme das was für Körper schon und was für Techniker raushaut. Einfach genial, der Typ. Ja. Ihr könnt mir unter die Kommentare schreiben, ihr der Kickboxer Karate Tiger 3 seid, den mich interessiert. Also ich feiere den Film, ich finde den Film super. Auch die romantische Szene mit der Frau oder wie er noch seinem Bruder sagen möchte, sein Bruder reichen will. Die thailändische Kultur auch dabei, eigentlich im Vordergrund muss ich sagen. Auch mit den alten thailändischen Gebäuden, mit dem Muay Thai Boxer und wie der die Stile mixt, ich finde es einfach super. Einfach krasse Filme. Ja. Und jetzt sind wir bald die 30 Minuten fertig. Ja. Dann mache ich geschwind mit. Ich muss überlegen gerade, wie ich das mache. So. Ja, mein Vorbild. Jean-Claude Van Damme. Was für ein krasser Typ. Hey. Ja. Die Muskeln, die Technik, wo der raushaut, die geile Filme. Das sind auch Filme noch mit richtiger Handlung. Finde ich echt super. Also den lassen wir nicht schlecht sprechen.